What's up, my fellow Fitness Freaks? Und willkommen zu einem neuen Workout, diese Woche wieder auf Deutsch Gentle Cardio. Ja, lasst uns direkt anfangen. Wir machen einen Step Touch, also wir steppen hier von einer Seite zur anderen. Und ja, du brauchst nicht wirklich Equipment für das Ganze hier. Ich habe nicht meine Matte jetzt, braucht man auch nicht. Geht alles so, ja. Wird nicht lang sein, wird nicht super anstrengend sein, aber bringt das Blut in Wallungen. Ja, hilft einem, sich zu bewegen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Diese Woche, wie gesagt, wieder in Deutsch. Nächste Woche wieder was in Englisch. Ich werde jetzt, wie gesagt, wieder anfangen, immer eine Woche das eine zu posten und eine Woche das andere zu posten. Und ja, so, dann lasst uns mal die Knie hier heben. High knees up and up and up and up. Up. And up, and up, and up. Ich hoffe, ihr seid auch bei meinen Pole Dance Streams auf Twitch dabei. Wenn ihr keine Stange zu Hause habt, könnt ihr da natürlich nicht aktiv mitmachen. Aber ihr könnt euch einfach eine Stange holen, beziehungsweise ihr könntet auch einfach beim Warm-up und beim Cooldown mitmachen oder einfach so ein bisschen rumhängen. Ab und hoch und hoch und hoch. Und na, jetzt lasst uns ein paar Squats machen, ganz normale Squats, Beine sind ein bisschen weiter, also Füße sind ein bisschen weiter als Hüftbreit auseinander, wir gehen runter und hoch, runter und hoch. Was gibt es zu beachten? Die Knie zeigen in die gleiche Richtung wie die Füße, der Rücken ist gerade, wenn wir runtergehen und das Gewicht ist in den Fersen. Wir könnten also eigentlich unsere Zehen so hoch nehmen, so, und wir würden trotzdem nicht umkippen. Sehr wichtig. Und hopp. Und runter und hoch. Und runter und hoch. Und das Workout ist jetzt eher so ein bisschen auf die Beine ausgerichtet. Also wir machen noch ein bisschen was mit den Armen, aber ihr werdet es deutlich mehr in den Beinen merken als irgendwo anders. Hopp. Und hopp. So, als nächstes, wir bleiben bei den Squats, aber wir bringen die Beine ein bisschen weiter auseinander, machen also so Wide Squats quasi. Das solltet ihr dann jetzt alles ein bisschen mehr in den inneren Oberschenkeln merken. Und runter. Hoch. Ihr könnt das gerne auch in eurem Tempo machen. Wenn ihr es langsamer machen wollt, macht es langsamer. Wenn ihr es schneller machen wollt, macht es schneller. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle ein unterschiedliches Fitnesslevel. Unser Tag ist vielleicht auch unterschiedlich. Vielleicht haben wir schon Workout vorher gemacht. Vielleicht nicht, vielleicht sind wir gerade super energiegeladen. Dementsprechend passt die Workouts immer an euch an. Und hoch und runter. Als nächstes, es geht weiter mit den Squats, also Kniebeugen. Zu Deutsch machen wir Narrow Squats. Beine zusammen, Füße aneinander und runter. Die hasse ich ja wie die Pest. Finde ich ganz weird, aber egal. Müssen auch mal sein. Runter. Und runter. Ich habe davor schon ein anderes Video gedreht. Und dementsprechend bin ich vielleicht ein bisschen außer Atem und ich bin schon doll verschwitzt. Aber doll verschwitzt bin ich einfach auch, weil es so super heiß ist gerade. Ne? Es sind, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 30 und 35 Grad immer. Und da schwitzt man ja die ganze Zeit sowieso. Und erst recht, wenn man einen Workout macht. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und 3 und 2 und 1. Jetzt marschieren wir mal auf der Stelle. Einfach mal ein bisschen Luft holen. Bisschen kleinere Bewegung machen. Und dann machen wir jetzt was, was auch für die Abs ist, aber was wir auch, wie gesagt, wieder in den Beinen merken werden. Bringen unsere Arme mal hier zu den Ohren und dann bringen wir ein Knie immer zum gegenüberliegenden Ellbogen, so gut es geht. Ne, wenn wir so eine kleine Bewegung nur ist, ist es auch völlig okay. Oder wenn man Knie und Ellbogen wirklich zusammenbringen kann, noch besser, ist aber kein Muss. Und noch ein bisschen hier
Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und 2 und 1. Und jetzt nur mal die Knie hochbringen und hoch und hoch. Die Arme bleiben unten. Und hoch und hoch und hoch und hoch. Und als nächstes machen wir ein paar Pliés. Wenn wir hiermit fertig sind, dauert nicht lange. Aber ihr könnt euch geistig schon mal darauf einstellen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und 2 und 1. So, dann machen wir hier mal, kommen wir in die erste Position. Ne, das heißt, unsere Zehen zeigen nach außen. Ich sage, okay, wenn es ein bisschen geschlossener ist. Jeder hat da eine andere Öffnung von der Hüfte. Ich zeige es mir direkt von der Seite. Wichtig ist auch hier, wenn wir runtergehen, dass die Knie, wie bei den Squats, in die gleiche Richtung zeigen wie die Zehen. Aber hier, wir beugen uns nicht nach vorne. Ne? Wir behalten auch einen geraden Rücken. Schulter bleiben über den Hüftknochen. Aber wir gehen gerade runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Ganz gerade. Wir lehnen uns nicht nach vorne. Und runter und hoch. Und ich habe echt das Gefühl, dass es richtig hart Cardio ist gerade. Aber es liegt einfach an den Temperaturen. Deshalb schwitze ich so doll. Eigentlich ist es relativ easy, das Ganze hier. Wenn man das im Winter macht, ist es eine Lachnummer. Und runter und hoch. Und jetzt bleiben wir unten und pulsieren. Kleine Pulses hoch und runter. Ich habe recht Durst gerade schon. Ich habe geschaut, wo mein Wasser ist. Ich glaube, es steht drüben. Ja. Wir machen gleich eine teeny tiny Water Break. Dann hole ich es schnell. Denn es ist immer wichtig, viel zu trinken. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Und wenn man Durst hat, dann ist man ja schon leicht dehydriert. Ne? Man sollte immer eigentlich trinken, bevor man Durst hat. Und weiter hier unten bleiben. Es sollte anfangen zu brennen, ein bisschen in den inneren Oberschenkeln. Und wenn nicht, versucht ein bisschen tiefer runter zu gehen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und mal die Beine ausschütteln. Ich hole mein Wasser, trinkt auch schnell was. Und weiter geht's gleich. Wasser ist da. Wir gehen wieder in das Plié, also erste Position, Plié, pulsieren, Pulses, up and down, up and down. Und eure Arme könnt ihr gerne hier haben, könnt ihr sie seitlich haben, könnt sie hier vorne haben, könnt sie hier oben haben, ganz wie es euch beliebt. Und weiter hier unten pulsieren. Und als nächstes werden wir mal die Hüfte nach vorne bringen, also wir tilten die Hüfte so nach vorne, ich zeige es mal von der Seite. Hören wir auf mit den Pulses und nach vorne die Hüfte. Nach vorne. Spannen quasi die Glutes an, den Po-Muskel. Nach vorne stoßen. Ha. 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 Und hopp. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und 2 und 1 und nach oben kommen, die Beine mal ausschütteln. Jetzt trainieren wir mal die Unterschenkel so ein bisschen. Wir bleiben hier oder kommen wieder in die erste Position. Von hier gehen wir nicht ins Plié runter, sondern wir gehen ins Relevé hoch und hoch. Wir kommen quasi auf die Ballen der Füße. Und das Gewicht ist eher so auf dem großen Zeh, vorderen Ballen da in der Richtung und nicht so seitlich. Und auch hier, wir gehen so gerade wie möglich hoch und hoch und hoch. Können die Arme gerne hier oben haben, wenn wir wollen. Müssen wir aber nicht hoch, da wäre ich beinahe nach vorne umgefallen. So, hopp und hopp. Und jetzt machen wir gerade noch diese Full Range, also ganz hoch, ganz runter. Und gleich pulsieren wir auch hier, also wir gehen quasi nur noch halb runter und immer wieder hoch und legen die komm mit den Fersen hier auf den Boden. Damit fangen wir an in 3, 2, 1
und hoch und jetzt nur noch halb runter und hoch. Oh Gott, meine Unterschenkel sind direkt on fire. Lasst uns 20 Pulls hier machen. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da brennt's bei mir. Eieiei. So. Jetzt nächste Übung, die wir machen. Jetzt nicht so super cardio, ein bisschen langsamer. Ihr könnt euch gerne wie an der Wand festhalten. Wenn ihr müsst, dann im Stuhl. Wenn nicht, dann nicht. Ihr beugt euch so ein bisschen nach vorne. Gerader Rücken. Das eine Bein, ich fange mal mit dem linken Bein an. Ist leicht gebeugt. Das andere ist hinten. Und dann hoch. Und hoch. Wir ziehen das quasi hoch, das Bein. Und spannen den Po-Muskel dabei an. Wir versuchen, so gerade wie möglich zu bleiben hier, während wir das machen, dass wir die Hüfte nicht schräg halten. Hopp. Und hopp. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und 2 und 1. Und jetzt oben bleiben für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und andere Seite. Das Bein ist leicht gebeugt, das andere nach hinten, leicht nach vorne gelehnt und hoch und runter. Hoch das Bein und runter. Und dabei schön den Po anspannen, wenn wir oben sind, dass wir wirklich merken, dass wir den Muskel da benutzen. Er ist groß, er ist stark, er will benutzt werden. Hoch und hoch. Und 10, das hat sich irgendwie falsch angehört, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 und oben halten für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und wir marschieren kurz, holen Luft, atmen aus. Das sollten wir übrigens die ganze Zeit tun. Aber manchmal kann man es bewusster machen als andere Male. So, und jetzt noch einfach so ein Frontkick. Kick, marschieren und anderes Bein kick. Und kick. Und es kommt jetzt dann nicht so doll auf die Form an. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier Kampfsport machen. Es geht mehr so darum, dass wir uns weiter bewegen, unsere Beine bewegen. Hopp, hopp und kick. Und kick. Und es ist auch okay, wenn ihr hier unten seid. Ne? Man muss nicht so hoch sein. Aber wenn ihr könnt, gerne hoch nach oben kicken, treten. Vielleicht wollte ich mal so ein Cardio-Kickboxing-Ding machen. Video wollte ich schon immer mal machen. Einfach so ein bisschen zum Auspowern. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, 2, 1 und marschieren. Wir sind fast fertig. Als nächstes machen wir nur noch Jumping Jacks. Also ihr könnt entweder wirklich jumpen oder ihr macht das quasi so. Wenn ihr nicht springen wollt, kann man das Ganze auch so machen, richtig? So, wir marschieren und wie gesagt, letzte Übung. Also gibt alles, springt ruhig, weil danach stretchen wir und dann ist vorbei. Lasst uns anfangen. 3, 2, 1 und Jumping Jacks. Also Hampelmänner heißen die auf Deutsch. Und spring, und spring, und spring. Spring, und spring, und spring. Nicht hier aufgeben, wir haben es fast geschafft. Es ist ein kurzes Workout, aber bei den Temperaturen echt angenehm.
für abends zum Auspowern. Für morgens, wenn man aufwachen will, weil es fängt ja leicht an und endet hier etwas, ein bisschen anstrengend drin. Und 20 noch. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und wir marschieren auf der Stelle. Atmen ein und aus. Und nochmal ein und aus. Wir rollen unsere Schulter nach hinten, da ist die Pinky, und nach vorne. Dann schwingen wir so mal von einer Seite zur anderen. Lassen die Arme einfach mal so hängen, als wären sie bewegungslos, als hätten sie keine Muskeln. Beide Arme lass sie schön von einer Seite zur anderen klatschen. Dann die Handgelenke drehen. Beine ein bisschen weit auseinanderbringen. Einmal die Hand hier am Oberschenkel an der Seite runter gleiten lassen. Schulter ist unten. Den anderen Arm hier über den Kopf bringen und schön einen Stretch in der Seite spüren. Wir können gerne den Fuß hier vorne so ein bisschen weiter nach vorne drehen. Der bleibt eher so horizontal und dann können wir auch in so eine Triangle Pose sogar gehen und gucken, ob wir hier auf den Boden können oder wir halten uns hier weiter am Bein fest. Oh, fühlt sich auch mal super an, finde ich. Und hoch. Andere Seite. Wir lassen hier, wir gleiten hier mit dem Arm, mit der Hand runter. Anderer Arm über den Kopf. Schöner Stretch in der Seite. Und wer will, wer kann, dreht den Fuß noch ein bisschen seitlicher, der bleibt horizontal. Und dann gucken, ob wir vom Boden kommen oder hier auf dem Bein bleiben und in diese Triangle Pose gehen, bei der übrigens der Rücken gerade ist und wo wir einen schönen Stretch im Hamstring, also im hinteren Oberschenkelmuskel merken. Dann kommt man hier runter, lasst den Oberkörper hängen, die Beine sind gestreckt, wir schwingen so von einer Seite zur anderen und dementsprechend fühlen wir immer in dem einen Bein Stretch und dann in dem anderen Bein. Die süße kleine Tinky ist am Start. Die süße kleine Tinky. Ja. Jetzt können wir die Hände mal auf den Boden tun und dann bringen wir eine Hand nach oben und nicht daran spielen. Ja, ich habe schon gedacht, dass du irgendwann die Schnüre bemerken wirst und daran gehst. Hör auf damit. Das ist ein böses Tinky. Da muss ich die irgendwie nach oben machen. So, und mal die andere Seite. Die Hand auf den Boden, die andere Hand nach oben. Die Brust zur Seite und schön stretchen, gerade Rücken dabei. Und dann wieder runterkommen, langsam die Füße zusammenbringen, aufrollen. Nein, 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 du Schwein, du bist ein Schwein. Dann hier einmal die Hemd, also die Quads stretchen, da bringen wir das, den greifen wir den Fuß, ziehen ihn zum Po. Wir sind aber nicht hier vorne mit den Beinen, sondern die Knie sind nebeneinander. Und auch wirklich nicht mehr, also nicht hier offen oder so, sondern alles schön geschlossen. Und ihr könnt die Stretches natürlich nur so lange halten, wie ihr wollt. Hopp, und die andere Seite. Hopp. Hui. Vielleicht irgendwo an der Wand oder am Stuhl festhalten. Muss aber auch nicht sein, wenn ihr die Balance halten könnt. Dann loslassen, nochmal ausschütteln alles. Und dann wäre es das auch schon gewesen. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns nächste Woche zum englischen Workout oder in 2 Wochen zum nächsten deutschen Workout. Ich danke euch nochmal. Habe ich eben schon gemacht, aber egal. Ne? Doppelt gedankt hält besser. Und habt eine tolle Woche. Ciao.